Es war windig, sehr windig sogar, aber für die Piloten und jungen Fluggäste war dies sicherlich nochmal ein zusätzlicher Schub Adrenalin. Und damit herzlich willkommen hier beim Flugsportverein Eßweiler im Rahmen des Sommerferienprogramms der umliegenden Verbandsgemeinden. Auch in diesem Jahr interessierten sich wieder viele Kinder und Jugendliche für das Erlebnisfliegen und die Piloten hatten natürlich auch ihren Spaß bei der Arbeit, wenn man es denn überhaupt so nennen darf. Zur Verfügung standen zwei Segelflugzeuge und ein Motorsegler, der aber allerdings noch ein bisschen auf sich warten ließ. So hatten die Jungen und Mädchen die Möglichkeit, zwischen zwei verschiedenen Flugtypen zu entscheiden, wobei viele Unterschiede der Arten des Fliegens mit einbedacht wurden. Nämlich kommt das Segelflugzeug aus eigener Kraft gar nicht in den Himmel, sondern benötigt ordentlich Zugkraft einer Seilwinde, welche am unteren Ende der Rollbahn auf ihrem Posten steht und den Segler hoch hinauszieht. Und im Gegensatz zum Segelflugzeug trägt man in der Motorseglermaschine keinen Fallschirm und alleine nach oben kommt sie auch. Die Eindrücke vom Erlebnisfliegen hören wir jetzt nun von zwei richtigen Pfälzerbuben. Ja, also wir sind hierher gekommen, haben erstmal kurz die Einweisung gekriegt in die Flugzeuge, warum ein Flugzeug überhaupt fliegt, wie sowas abhebt. Und dann sind wir eigentlich auch ziemlich zügig rüber zum Flugplatz gegangen und sind dann selbst mitgeflogen, ja. Und in der Zeit, wo die anderen dann geflohen sind, dann konnte mir unten an den, also an das, an den LKW, wo die Seilwinde drauf ist, wo dann die Flugzeuge hochgezogen worden sind. Und der Mann hat uns dann auch noch etwas erzählt über die Seilwinde und wie das alles funktioniert. Ja, und so hat man halt eben dann die Zeit rumgedreht, bis man dran war. Ja, es war, also man hat sich frei gefühlt, wenn man so abgehoben ist. Es war sehr interessant. Ja, bloß manchmal die Turbulenz ist anders. Ich war auch wieder froh, als ich mit meinen Füßen auf dem Boden war. Aber es war richtig schön, frei zu sein in der Luft. Ja, man konnte alles mal von oben sehen, was man so einen Schnitt so macht. Ja, also es war ganz cool. Dann, man muss den anderen schon irgendwie vertrauen und wissen, dass der also auch seine Arbeit, sage ich jetzt mal, gut macht. Aber irgendwie so ein bisschen beruhigend war, dass man dann doch Fallschirme noch an sich hat. Und ja, es war eigentlich ganz gut. Also, und immer dann, wenn man hoch und runter, wenn dann mal Windböe oder was unter das Flugzeug, und dann ist man wieder gestiegen und dann ist man wohl wieder gesunken. Also, das war dann so ein bisschen komisch. Ja, also mir hat das Angebot sehr gut gefallen. Aber ich würde vielleicht noch irgendwas anbieten, während man wartet, weil es ist halt schon. Irgendwann, ja gut, am Anfang ist es interessant, wenn man sieht, okay, die Flugzeuge oder die Flieger steigen halt hoch und landen wieder. Es ist interessant, aber irgendwann ist es dann auch ein bisschen langweilig. Und da wäre es vielleicht gut, wenn man noch ein Alternativprogramm irgendwie hätte, wo dann die, die jetzt nicht in der Luft sind oder nicht direkt nur dran sind, dass die sich noch irgendwie anders da beschäftigen können. Das könnte man noch besser machen, aber ansonsten finde ich es eigentlich gut. Ja, zum Beispiel dann die Halleführung oder dass man nochmal alle Flieger auch mal hinsteigen kann oder so Sache. Und dann die Motorflieger, die brauchen ja auch Kraftstoff, dass man mal die Vorräte sieht und so Sache. Die Tipps und Vorschläge nimmt der FSV Eßweiler gern entgegen, doch bevor die Rotorblätter in Drehung kamen, konnte man sich ja auch den Flieger ganz genau anschauen, ehe auch dieser zum Start ging und fleißig seine Runden über die umliegenden Dörfer und Waldgebiete drehte. Und nun aufgepasst, liebe Flugzeugfreunde und Familien. Am Samstag und Sonntag, den 26. sowie 27. August, lädt der Luftsportverein ganz herzlich zum Flugplatzfest in Eßweiler ein. Flüge mit dem Segelflugzeug, Motorsegler und gar mit einer Motormaschine, die bis zu 3 Passagiere mitnehmen kann, sind möglich sowie wird für das kulinarische Wohl bestens vorgesorgt. Also kommt vorbei und erlebt mal eure Heimat aus der Freiheit der Lüfte mit dem Piloten vom FSV Eßweiler. Es lohnt sich allemal und ich werde auch mit dabei sein.